Instagram, die unendliche Kunstgalerie, ist schon ein lustiges Medium. Hier werden Dinge zu Kunst erklärt, die in der realen Welt in einer Nische untergehen würden. KünstlerInnen platzen vor Ideen und machen Sachen, die mitunter gemeingefährlich sind. Jan Hakon Erichsen hat gleich ein eigenes Genre erfunden. Zerstörungsvideos mit Balance. Ich baue Waffen, um Ballons explodieren zu lassen. Manchmal nenne ich das Maschine. Einfach ein Mittel zur Zerstörung. Wenn du ein Messer siehst, denkst du sofort an einen Gegenstand, der dich verletzen kann. Ich glaube, wenn Künstler und Künstlerinnen anfangen, Instagram zu nutzen, denken sie erstmal darüber nach, wie sie wirklich ihre Kunst sichtbar machen können. Und dann im zweiten Schritt kommen Galerien auf sie zu, Institutionen sprechen sie an und dadurch, wie beispielsweise die Hamburger Malerin Katrin Hoffmann, sie hat mir erzählt, dass sie lange Jahre versucht hat, in Hamburg mit Galerien ins Gespräch zu kommen. Sie ist zu Openings gegangen, hat Galeristen und Galeristinnen angesprochen, Mails geschrieben, hat keine Antworten bekommen. Und dann haben ihr Freunde geraten, Instagram zu nutzen. Und dann kamen plötzlich Galeristen und Galeristinnen zu ihr, weil sie gemerkt haben, so, hey, das funktioniert ja, was sie macht auf Instagram. Sie hat ein Publikum, sie spricht Leute an. Ja, sie ist gewissermaßen populär. Und ich glaube, das kommt dann eher so, ja, durch Experimentelles, dass man einfach mal sieht, okay, was passiert eigentlich, wenn ich meine Kunst auf Instagram teile, wie reagieren die Leute darauf und dann ergibt sich alles Weitere. Wer als Künstlerin oder Künstler auf Instagram Erfolg haben will, muss sein Selbstmanagement an die Algorithmen von Instagram anpassen. Nur Kunst machen und sie zeigen, bringt keinen Erfolg. Und dann sind Künstler und Künstlerinnen eben plötzlich alles in einem. Also ihre eigene PR-Abteilung, eigene Marketing-Abteilung, ja, der eigene Booker, der eigene Galerist, plötzlich macht man alles. Klingt herausfordernd, aber selbst zurückhaltende Nicht-Selbstdarsteller wie der Norweger Jan Hakon Erichsen können den Durchbruch schaffen. Ich kam durch Zufall dazu. Ich habe aus Spaß was auf Instagram gepostet. Mit meinem ersten Ballonvideo wollte ich schauen, was passiert. Nach dem Abschluss einer großen Ausstellung war mir langweilig und ich war genervt davon, dass alles immer so lange dauert. Da war dann diese Europalette und ich wollte damit irgendwie einen Vorschlaghammer anschieben. Logisch, dass der dann auch irgendwo landen muss. Ich dachte, auf einem Ballon. Das filmte ich mit dem Handy, lud es hoch und meine Freunde waren ziemlich begeistert. Also produzierte ich mehr. Nach 2, 3 Videos fand ich das irgendwie sehr befreiend. Filmen und raus ins Internet. So, ja. Publishing it at once, just filming it and out on the internet. So, yeah. Droppen. Droppen ist eine digitale Aktion. Wer droppt, veröffentlicht etwas. Ein Foto, ein Text, ein Video oder ein Audio. Ja, so beiläufig. Plopp. Und woher kommt's? Aus dem Englischen. To drop, fallen lassen. Und aus der Computerspielewelt. In Computerspielen lässt man Items, also Gegenstände, fallen. Zum Beispiel, damit man drüber stolpert. Jan Hakon Erichsen droppt richtig viel. Isn't that nice? Eine ganze Weile war ich nur ein Instagram-Künstler. Und gerade habe ich mal wieder ein paar Sachen für Galerien gemacht. Aber hauptsächlich arbeite ich doch für Instagram. Ja, ich mache die Kunst in erster Linie nur für Instagram. Und dann, ja, gibt es da Leute, die das auch in einer Galerie zeigen wollen. Ja, es ist nur, dass jemand in der Galerie in der Galerie will. Jan Hakon Erichsen hat Jahre damit zugebracht, seine Videokunst in Galerien fast erfolglos anzubieten. Durch Instagram und Co. hat die Bedeutung von Galerien nachgelassen.
Naja, ich kümmere mich nicht mehr so darum wie früher zumindest, als es noch mein Ziel war, in einer Galerie auszustellen. Das ist gut, aber doch eher ein Kindheitstraum vom Künstler sein. Deswegen mag ich das. Aber am Ende brauche ich das nicht mehr so wie früher. Anstatt Klinken zu putzen, postet er nun täglich seine Videos. Regelmäßig und nach einem bestimmten Zeitplan. Das ist wichtig. Ja, ich poste entweder um das Mittagessen herum oder bevor ich das Atelier verlasse. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn du zwischen diesen Zeiten postest, klappt es nicht so gut. Das liegt hauptsächlich daran, dass mein Publikum weit verstreut ist. In Norwegen, aber richtig groß in den USA. Da schlafen sie noch. Notification. Notifications sind Miniaturtexte, die per Mail oder App in Echtzeit versendet werden. Also Nachrichten über Neuigkeiten. Sie halten dich auf dem Laufenden und im Fall von Push-Nachrichten ziehen sie sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Der Norweger hat sich auf minimalistische Videos spezialisiert. 2-3 Sekunden lang. Die Requisiten sind gebraucht. Bananen, Spaghetti, Ballons, Messer. Seine skulpturalen Arrangements wirken zusammengeschustert. Einfach, wackelig, vermeintlich gefährlich. Jan Hakon Eriksen produziert Zerstörungsvideos im Do-it-yourself, im DIY-Stil. Ohne Botschaft, ohne symbolischen Mehrwert. Das ist, naja, ich weiß nicht, wie das genau kam, aber ich meine, das war immer so eine Art kindliche Faszination dafür, Sachen kaputt zu machen. So wie man als Kind vielleicht auf dem Berg steht und einen Felsbrocken lostritt, nur um zu sehen, was passiert. Es macht einfach auch Spaß, Sachen zu zerstören. Ja, it's just fun to destroy things. Für mich ist das ein interkultureller Prozess, mit Alltagsobjekten zu arbeiten, wenn wir sie verändern, um zu sehen, was passiert. Wenn das Objekt zerstört wird, wird es auf neue Weise interessant. Ich sehe, dass andere Künstler ziemlich zu kämpfen haben, weil sie nicht zu den Regeln von Instagram passen und ihre Posts dann runtergenommen werden. Mir ist das zum Glück noch nicht passiert, aber wer weiß, ob die Instagram-Götter nicht plötzlich die Regeln ändern. Es könnte passieren, dass Zerstörung und Gefahr nichts mehr für die Plattform sind. Dann würde ich in die Röhre gucken. Out in the cold. Yeah. Ja, ich mag Kunst, die eine klare Botschaft hat, nicht wirklich. Zumindest für mich wird das meistens langweilig. Das überlasse ich anderen Künstlern. I leave that to other artists. Moderner Dadaismus. Man kann eben auch was Eigenes für sich finden, wie der Stuttgarter Künstler Tim Bengel, der Bilder aus Sand macht. Das kann man jetzt gut oder nicht so gut finden. Man kann sagen, das sieht ja aus wie bei IKEA. Er arbeitet mit Gold und Sand und es ist auf jeden Fall kitschig. Aber Kunst ist Geschmackssache. Und von daher, dadurch, dass es von jedem genutzt werden kann, würde ich sagen, auf jeden Fall in irgendeiner Form demokratisch. Instagram, das demokratische Kunstmedium. Vielleicht eher egalitär. Alle scheinen gleich zu sein. Finn Kliemann, YouTube-Star, Musiker. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gibt, was Finn Kliemann nicht macht. Er hat auch knapp 1 Million Follower und Followerinnen auf Instagram und hat angefangen, Kunst zu machen und das auch sehr erfolgreich. Er erinnert doch sehr stark an Jonathan Mese. Er arbeitet mit Text im Bild. Also es kann tatsächlich jeder oder jede mit einer guten Idee auf Instagram zu Erfolg kommen. Erfolgreich werden. Und richtig Geld machen. Denn darin bemisst sich am Ende der Erfolg. Wirst du auf Instagram gesehen, verkaufst du deine Kunst.
Das war für mich eine ganz natürliche Weiterentwicklung, dass ich NFTs verkaufe, weil ich schon Videos in diesem Format gemacht habe. Das passt zur NFT-Plattform. Als ich das entdeckte, war ich ziemlich aufgeregt. Ja. So when I discovered it, I was quite excited, yeah.